Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Na, wir sind wieder da, es geht weiter. Und ja, wir haben den dritten Schrein insgesamt schon abgeschlossen. Und ich will auch gar nicht über das Plateau rushen, aber es hat sich halt einfach so ergeben, dass wir die ganz gut erreichen konnten, beziehungsweise gut hintereinander erreicht haben. Und ja, ich nehme mal direkt weiter auf. Hier ist es unerträglich kalt. Wenn du hier verweilst, wirst du langsam mal sicher erfrieren. Das ist jetzt nicht mein Gedanke, aber da unten ist ja ein Lagerfeuer. Was? So schnell? Ich erfriere doch schneller, als ich dachte. Aber an dem Feuer muss das doch gehen, oder? Oh, ich hoffe, das zählt. Komm, dich noch weg und hier dran stellen. Nee. Oh, sieh mal eine an. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Anderthalb. Müsste also perfekt passen. Lanz es wieder aus. Holzpfeile. Das ist gut. Schnell wieder hin. Okay, solange ich die Lanze in der Hand habe, kann ich damit arbeiten. Ich habe echt gedacht, hier ist ein Dingens drunter. Also hier sollte ich erstmal schauen, bis mir was Besseres einfällt. Das war jetzt auch wieder... Oh Moment, das ist ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg. Rennen darf ich nicht. Angreifen darf ich damit aber. Ich will jetzt auch nichts aufheben, weil ich dann wieder nicht weiß, ob er es auf seinen Rücken packt. Ein Floß. Aber hier ist halt dauerhaft kalt. Das müsste gehen. Oh, schöner Schatten da hinten. Geht die Kiste auch kaputt? Ne, die soll man nicht zerbrechen. Ich brauche die noch. Ja, ich kann nicht schauen, wie es ohne Lanze gerade ist. Sieh mal eine an. Da hinten ist der andere Tempel. Oh oh, und es ist zu kalt. Das ändert sich hier an der Grenze. Okay, da wird mir standardmäßig kalt. Dann wollen wir doch wenigstens erstmal darum, wo es Sinn macht. Also von hier ist der geringste Weg. Aber der Totenfluss ist da noch zwischen. Da bin ich mal gespannt, was wir da machen. Wenn der Feind sich mit einem Schild schützt, kannst du ihm diese mit Waffe wie 200 Echsen aus der Hand schlagen. Mit dem Magnetmodul kannst du metallene Gegenstände aus dem Wasser bergen. Gesammelte Pflanzen. Ja, okay, da wird noch einiges in dem Fluss sein. Aber es muss auch was geben. Entschuldigung. Aber es muss auch was geben, was mich ein bisschen vor Kälte schützt. Wollen wir mal. Also von hier sind wir distanzmäßig am nächsten dran, was den Schrein angeht. Ich werde auch mal kurz nicht teleportieren, nein.
Der ist gar nicht außerhalb. Das heißt, der ist nicht außerhalb. Komme ich, glaube ich, hin. Moment, das ist der Standardschrein. Ja, klar. Das heißt, der ist der letzte, der mir fehlt. Was wurde mir hier unten angegeben? Ah, ja, okay, der Schrein oben auf dem Berg. Macht es Sinn, hier hochzugehen? Interessant, dass das hier so einfach möglich ist. Oben ist ein Lager, das schauen wir uns mal an. Hier ist ein Lager. Da kann jetzt erstmal kurz ein Schwert herhalten. Schöne 3-Hit-Combo. Der ist den Berg runtergefallen. Ja, auf jeden Fall immer das Fleisch mitnehmen. Tschüss. Klatsch. Schon tief, schon tief. Nee, da oben wollte ich hin. Da haben wir doch noch was. Okay, auf gar keine Ausdauer sollte man nicht kommen. Da sehe ich gerade, welche Fähigkeit ich habe. Oh, die kann man doch bestimmt auch noch anders irgendwie benutzen. Da oben ist der Schrein. In der tiefsten. Im tiefsten Winter. Ja, hier wird es dann auch auf einmal kalt. Ich würde da schon hochkommen, wenn ich dann immer wieder gegen essen würde. Aber ist das des Rätsels Lösung? Oh, Baby, a Triple. Guter Block. Nicht mich anzünden. Nee, so, dann so. So und so. Der Witch-Doktor. Was gegen die Kälte, zufällig? Was war hier? Ja, hier sind noch Metallboxen. Die könnte ich auch anheben. Hätte damit bestimmt auch Gegner weghauen können. Versuchen wir gleich mal ein bisschen Gimmicks zu machen. Aber jetzt könnte ich erstmal Sachen braten, glaube ich. An diesem Lagerfeuer kannst du Zeit verstreichen lassen. Nein. Nee, nee. Aber ich kann die Zeit schneller machen. So, aber es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit. In die Hand. Sachen zu kochen. Na, sieh mal einer an. Ups, wollte ich nicht. So. Das macht auch Sinn. Vielleicht gibt es eine schnellere Idee als das. Aber so kann man dann schon mal auch ein bisschen aufs Kochen schauen. Überprüfe Rezepte. Gibt also ein Menü für Rezepte. Aber jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, wie ich mich schützen kann, damit ich im tiefsten Winter da hochkomme. Habe ich etwa schon etwas verpasst? Eine Holzfackel ist natürlich eine tolle Idee. Gehen wir nochmal den da unten in. Oh! Das Ding ist weder Magnet. Moment. Auch nicht, aber schade. Schon ziemlich hoch. Und die hier sehen auch schon ziemlich kriminell aus. Hier wäre natürlich
ein bisschen Holz, was mich da begleiten könnte. Gebe ich denen da erstmal ein bisschen. Okay, der Witch-Doktor. Du kommst auch gar nicht hier runter. Kann ich einen Baum fällen? Eine Fackel! Ja, klar! Einfach direkt eine Fackel. Gar nichts anderes nehmen. Sondern eine Fackel selbst. Nein. Das wollte ich nicht. Wir bauen den Bogen. Ich hoffe, dass ich das Seil durchbrennen kann. Jetzt komme ich nämlich da hoch. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Boah, du bist auch ein Kollege. Ich habe die Kiste kaputt gemacht. Da muss man natürlich erstmal wissen, dass das möglich ist. Holzpfeile sind immer gut. Ja, das mit der Kiste war blöd. Ich habe jetzt extra die Lanze noch mitgenommen, weil die aus Holz ist. Apropos Kiste. Es gibt noch eine Kiste. Und zwar da oben. Aber ich lasse die mal offen, bis wir diesen Tempel da gemacht haben. Fackel zählt als Nahkampfwaffe, ne? Komm, Fackel hält auch länger. Die ist doch dafür gemacht. Durchs Wasser kann ich jetzt also nicht mehr gehen. Wenn ich doch jetzt die Fackel einpacke... Ich hasse das! Nein, 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 falsches Objekt. Und jetzt wird gefroren. Da muss es einen Trick geben. Das ist, glaube ich, nicht so komplex. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss ich einen Fehler machen. Erstmal andere Fähigkeit. Magnetism. So weit komme ich nicht. Das heißt, ich muss hier eh einmal Damage riskieren. Bevor ich mit der Fackel überhaupt dahin kann, muss ich das Ding packen. Oh, das wird so viel Schaden machen. Das reicht. So, jetzt kann ich die Fackel wiederholen. Ich werde da nicht hochkommen. Ich glaube, das wird mein Todesurteil. Klar, ich kann gegenessen, ja. Also, ich kann immer wieder ins Menü gehen. Moment, das werde ich auf jeden Fall noch braten. Ich werde mein Essen jetzt fertig machen dafür. Das ist, macht, glaube ich, auch noch mit am meisten Sinn. So, einmal ins Menü, in die Hand, raus, kochen. Lol. Kann ich... Nein, warten will ich eigentlich auch nicht. Jetzt sag bloß nicht. So, jetzt. Zack. Zack, zack. Habe ich es jetzt gegessen? Ah, man kann mehrere in die Hand nehmen. Vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt hüpfen da mehrere Sachen rum. Und dann habe ich einen dicken Fleischspieß. Okay, mehrere Sachen reinpacken, gleich direkt mehr essen. Anderthalb, ja. Und jetzt brauche ich noch irgendwas, was einen halben macht. Ja, so, in die Hand. Okay, hier, zack. Dann haben wir die ganze... Dann haben wir richtig krasse, was ich hier reinschmeiße. Pilzspieß. Stellten viel mehr wieder, als ich gedacht habe. Deswegen nehmen wir 3 Chilischoten. Vielleicht wird mir dann erstmal richtig warm. Ja, sowas könnte ja auch sein.
Lässt dich große Kälte aushalten. Level 1, 7 Minuten 30. Es macht doch so Sinn. Es macht doch so Sinn. Dann nehmen wir jetzt mal die richtig dicke Chili-Ladung. Ja, das Essen ist wichtig. 12 Minuten 30. So, was haben wir denn noch? Dieser Pilz aufgeschnitten und isoliert noch als Kurzzutat, erhöht die Geschwindigkeit. Vielleicht beim Klettern? Oh, jetzt, pass auf, jetzt werde ich, jetzt bastle ich richtig was, Leute. Wenn ich jetzt schnell klettern kann, kann ich vielleicht hochklettern? Die Chance, dass ich sterbe, ist halt einfach 100%. In diesem Sinne, Grieche, macht dich schneller. Ja, ich könnte also theoretisch beides einmal essen. Zum Beispiel hier, wir nehmen erst den und essen jetzt den. Habe ich, glaube ich, den Buff überschrieben. Das wäre bestimmt, glaube ich, auch da gestanden. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Kälteschutz für 12 Minuten. Und das ist doch schön, oder? Wie simpel es dann doch funktioniert. Und ich versuche halt hier, mir den Weg erst zu bauen, dann die Fackel anzumachen. Also Zutaten einsammeln ist wichtig. Hab gar nicht auf die Uhr geschaut, wie viel Zeit schon vergangen ist. Aber ist auch egal. Zelda hat mich gefesselt. So kommen wir aber locker da hoch. Nehmen wir auch den richtigen Pfad. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich damit langsamer war. Nicht die Ausdauer auf Null laufen lassen. So. Schneekugel. Oh! Greifen mit Schnee an. Das gegrillte Wild ist immer wieder schön. Da oben hat mich noch einer beworfen. Ah, innerhalb der Sonne ist, geht das auch klar. Oh, das ist schön. Oh. Das ist natürlich klar. So Kälteresistenz bin ich doch nicht. Das war aber auch keine Absicht, da reinzuspringen. Von hier oben hat man wieder einen schönen. Ah, der Glider! Um auf das Ding zu kommen, könnte man den Glider nehmen. Aber ich denke, ich werde jetzt irgendwas anderes für die Frostresistenz bekommen. Oder die ist weder aus Metall noch sonst was. Sonst hätte ich versucht, die zu ziehen. Tomisoke-Schrein. Der nächste Schrein auf unserer Liste. Ich hoffe, der ist nicht kalt von innen. Der Tomi-Schrein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Tomisoke. Im Namen der Göttin Hylia solltest du geprüft werden. Säulen aus Eis. Oh, es ist genau das Gegenteil. Es wird noch kälter. Datenübertragung. Die letzte, nee, vorletzte Fähigkeit lässt Eissäulen aus Wasser entstehen. Plattform bauen. Bringt mir das was? Ich könnte eine Plattform unter der Kiste bauen, die draußen ist.
Die kann ich jetzt hochklettern, okay. Ja, gut. Ah, ich kann eh mehrere bauen. Kann ich bestimmt auch direkt unter mir machen. Aber ich kann mehrere machen, von daher... Alles gut, Rätsel gelöst. Immer noch an die kleine Kiste denken. Ah, unter mir darf ich nicht. Doch. Eissäule auf Eissäule. Okay. Eine Eissäule reicht aber nicht, um darüber zu kommen. Und das Tor. Das war jetzt sogar nur Zufall. Die Eissäule gibt mir den Schutz. Nein, ich wollte doch nur dahinter. Oh, hau rein. Okay. Diese fiesen Wesen. Mir fehlt die Kiste noch. Kiste gefunden. Jetzt wuselst du zumindest nicht rum. Aber da hätte ich dich so ungern. Komm mal mit. Oh oh. Auf jeden Fall die Kiste gefunden. Eine Reiselanze. Okay. Das war schnell. Immer die Kiste in dem Dungeon mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir die schon in einem vergessen haben. Zeit anhalten hatten wir sie. Bei dem Springen hatten wir sie. Ich weiß nicht, ob wir die im allerersten Tempel hatten. Da weiß ich gar nicht, was die Fähigkeit war. Magnetisch, ne? Hatten wir im magnetischen Tempel die Kiste? Ja, wir haben die Prüfung gemeistert. Ich bin der auserwählte Held. Und das Zeichen der Bewährung bekommen. Tschüss. So, jetzt versuche ich noch die Kiste aus dem Wasser zu ziehen. Die versteckt sich ja im Eis. Nimm zu an die Hand und wirfst in den Topf. Das Feuer in dem Topf nicht brennen kannst, ist mit einer Fackel anzünden. Ja, okay. Wir lernen immer wieder dazu. Da kommt angeflogen. Nun, du hast in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewegung erhalten. Oh, das ist gut. Das weiß ich, dass es alle waren. Es ist soweit, Link. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sieh auf deine Karte und denk dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreien. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreien sich kreuzen? Kreuzen. Habe ich verstanden?
Oh, das ist... Steuerung hier ist gar nicht so leicht. Wir haben es geschafft. Jetzt wird die kaputt gehen. Ja. Ich habe sogar noch gesagt, ich dachte, ich kann erst springen. Also ich kann aufbauen, springen und dann geht sie kaputt. Also das ist so, die ist ja erst kaputt gegangen und dann wurde die neue gebaut. In dem Fall, es macht sogar Sinn. Aber ich dachte, erst bauen, dann zerstören, sodass sie so eine Sekunde, nachdem die dritte gebaut wurde, kaputt geht. Gut. Ist die Kiste wieder da? Nein. Also wir haben sie eingesammelt, ja. Mit dem suboptimalen Weg. Wo würde er denn wollen, dass wir hinkommen? Hier ist einer, da ist einer und da ist einer. Das heißt, wir werden uns ungefähr hier treffen. Er ist ja wohl perfekt. Wir werden uns ungefähr hier treffen wollen. Das sieht ganz gut aus. Wenn man alle miteinander verbindet, müssten wir ungefähr, ja, ein bisschen weiter unten sogar noch. An der Zitadelle der Zeit, oder? Ja klar, wenn die beiden sich treffen, ist es auf jeden Fall die Zitadelle, ist auf jeden Fall Stempel löschen. Und wenn die beiden, wir treffen uns, macht auch Sinn, an der Zitadelle der Zeit. So, jetzt wollen wir wenigstens noch aus dem Schneegebiet rauskommen. Und mit dem Gleiter werde ich zu dem Tempel hochfliegen. Da ist ein Eisklotz. Der sieht auch komisch aus. Achso, so ein Quatsch. Ich muss hier gar nicht versuchen rauszukommen. Ich kann auch einfach sagen, dass ich hier wieder hin will. So, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und hoffe, dass ihr Spaß hattet bei The Legend of Zelda. Ich hoffe, dass wir uns morgen Abend wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin und ciao.